Hallo zusammen, hier ist wieder Hotel und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Wir wollen uns heute mal die Berufsskill-Punkte angucken, die wir uns einfach wieder zusammensammeln können, hier in der neuen Zone aus Patch 10.2. Und zwar befinde ich mich schon im smaragdgrünen Traum. Den könnt ihr betreten, indem ihr in der Ebene von Onara einmal durch das Portal geht, smaragdgrüner Traum, oder es gibt auch in Waldracken ein Portal, aber ich denke erst, wenn ihr die Quest gemacht habt. Und zwar ist es hier oben über der Bank, da könnt ihr quasi auch in die Zone gelangen. Sobald ihr dort seid, könnt ihr mit jedem Beruf insgesamt 3 Schätze aufmachen, die müsst ihr einfach nur anklicken und dann habt ihr ein bisschen Berufswissen. Ich habe blöderweise 2 Lederdinger schon angeklickt, ich werde euch die Spots aber trotzdem zeigen und ich benutze hier ein Add-on, das schimpft sich Handy Notes. Und dann dementsprechend halt die Erweiterung für die Zone. Gut, ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich bin jetzt beim ersten Spot. Und zwar hier unten auf den Koordinaten 49, 63. Direkt in dem Hauptlager. Und dort haben wir ein erstes Teil. Und zwar fangen wir mit Schmiedekunst an. Das habe ich hier auf Main. Schild der Verteidigerin von Amidrasil. Das liegt hier einfach auf dem Tisch, wie ihr seht. Das können wir anklicken. Und dann haben wir hier ein Item, wo wir 3 Berufswissen für den Schmied bekommen. Das lernen wir einmal und dann können wir direkt weiter. Dann sind wir am zweiten Spot für Schmiedekunst und zwar hier auf den Koordinaten 36, 46. Und hier haben wir jetzt in der Mitte eine Platte liegen. Todespirscher Chassis heißt das und das looten wir hier mal raus. Als Druid könnt ihr das aus der Luft looten, ohne dass ihr die Elite-Mob da angreifen müsst. Wenn ihr kein Druid seid, dann, naja, müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen kämpfen. So, das lernen wir jetzt hier auch mal. Bringt wieder 3 Berufswissen und dann können wir weiter zum nächsten. Dann sind wir beim letzten Item und zwar sind wir jetzt hier oben bei den Koordinaten 37, 23. Und hier haben wir flammengebundene Reißer und den können wir hier auch wieder einmal weglooten. Und damit sind wir dann fertig mit Schmiedekunst. Das waren jetzt die 3 Items. Mehr sind es tatsächlich nicht. Als nächstes machen wir weiter mit Lederverarbeitung. Und da sind wir jetzt hier oben auf den Koordinaten 33, 29. Und hier haben wir Traum, Krallen, Klaue. Und die ist relativ winzig hier an dem Bäumchen dran, ne? Also die können wir da anklicken. Und dann haben wir hier auch nochmal ein paar Skillpunkte. Und das sind ebenfalls wie bei Schmiedekunst natürlich wieder 3 Stück. Als nächstes sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 41, 66 und hier gibt es ein bisschen Traumsäbler-Fell. Und das hatte ich beim Questen hier schon versehentlich aufgemacht. Deswegen kann ich es jetzt leider nicht nochmal looten mit meinem Lederer, aber das müsste hier dran gelegen sein. Ne? Also ihr seht, wenn ich da drüber laufe, das ist ziemlich genau hier. Und das sind auch 3 Skillpunkte. Ich habe es in meinem Inventar hier einmal gelassen. Gut, dann sind wir am letzten Spot. Vom Lederer zumindest, und zwar hier auf den Koordinaten 37, 31 und da haben wir die abgeworfene Feendrachenschuppe und auch die habe ich versehentlich schon angeklickt, die war auch echt ein bisschen ätzend, das ist hier in den Blumen, hier in dem Bereich war die drin, das ist so ein winziges Ding, da musste ich auch ein bisschen suchen und ja, auch die bringt, wie ihr hier seht, 3 Skillpunkte. So, dann geht's weiter mit Schneider. Und zwar bin ich da auf meinem Hexer gelockt. Und da haben wir das erste Teil hier auch wieder im Lager auf den Koordinaten 49, 61. Und ja, dort ist es hier quasi in dem Gasthaus, also in diesem Zelt drin. Und da hinten haben wir das Teil liegen, flauschiges Kissen. Und auch dieses Item bringt uns 3 Skillpunkte. Diesmal eben für Schneider. Das nächste Teil haben wir jetzt hier unten auf einer Insel auf den Koordinaten 40, 86 und da haben wir den Kuschelklumpen. Die Kuschelkumpel heißt der, nicht Klumpen, sorry, der Kuschelkumpel. Und der bringt auch wieder 3 Skillpunkte. Dann sind wir im letzten Schneiderspot und zwar jetzt hier auf den Koordinaten 52, 28 und dann müssen wir einmal hier in das Gebäude rein. Und da hinten haben wir das Item liegen. Das heißt enorm weicher Wildstoff. Das looten wir auch. Und tüten weitere 3 Skillpunkte ein. Also ich zeige es nochmal auf der Map. Das ist quasi dieses große Gebäude.
Als nächstes schauen wir uns jetzt Verzauberung an, also Verzauberungskunst. Da sind wir beim ersten Teil hier oben bei den Koordinaten 46, 20. Und zwar haben wir den Immerflammenkern. Und ja, den können wir hier einfach weglooten, ist diese leuchtende Kugel. Die bringt uns... Ah, nein, wir sind ja VZ, heißt, wir müssen das Ding klein machen. Also hier entzaubern drauf wirken. Zack, und dann kriegen wir die Skillpunkte. Und natürlich, wie immer, auch ein bisschen Eifer, sind jetzt 3 Skillpunkte. Das nächste Teil ist hier so ein Wassertropfen, würde ich sagen. Und zwar reines Traumwasser. Und das ist bei einem Wasserfall auf den Koordinaten 38, 30. Also hier seht ihr das. Ich fliege nachher auch noch mal ein bisschen raus, dass man es besser sieht. Wir looten den einmal, entzaubern den wieder. Gibt es dann wieder ein paar Skillpunkte, und zwar 3 Stück. Und jetzt fliegen wir mal hier ein bisschen raus, dass ihr seht, wo wir gerade waren. Okay, hier ist ein bisschen versteckter. Also ihr seht, hier oben dieser Berg, ne? Und dann hier hinten der Wasserfall ist es. Und da haben wir auch noch den netten Führer. Dann sind wir beim letzten von den VZ-Teilen. Und zwar haben wir hier die Essenz der Träume. Da sind wir jetzt auf den Koordinaten 66, 74. Bauen wir ab und dann zeige ich euch mal, wo das ist. Das ist auch wieder ein bisschen tricky hier, ein bisschen weiter oben. So, haben wir nochmal 3 Skillpunkte. Und dann flattern wir ein bisschen raus. Also ihr seht, hier oben haben wir dann in der Luft fliegend so einen Kringel. Und da ist es quasi dran. Genau. Als nächstes machen wir dann Inschriftenkunde. Und da sind wir gleich schon beim ersten Item dran, und zwar Säule des Heinehüters, und die befindet sich auf den Koordinaten 63, 71 hier unten. Und das ist direkt hier an dem Eingang von dieser Höhle dran. Einmal looten, und das bringt auch 3 Skillpunkte. So, dann haben wir das zweite Teil, und zwar Schattenbindungsrune des Primalisten, schimpft sich die, und die ist einmal hier auf den Koordinaten 36, 46. Schauen wir mal, dass wir die looten, ohne den Elite-Skorpion zu pullen. Und das Ding bringt auch wieder 3 Skillpunkte. Und das letzte Inschriftenkunde-Item haben wir jetzt hier. Und zwar heißt es Winnies Notizen zu Flora und Fauna. Und das ist einmal hier oben auf den Koordinaten 55, 27. Können wir dann auch looten. Das ist hier quasi an dieser Weggabelung. Ja. Und auch das bringt 3 Skillpunkte. Wechseln wir mal auf der Map, also hier oben. Dann schauen wir uns Alchi als nächstes an, und zwar sind wir schon beim ersten Item. Hier haben wir den Spitzentrank der Narkolepsie, und den finden wir in einer Höhle. Also als allererstes müssen wir hier unten etwa auf die Koordinaten 62, 72 unten in eine Höhle rein. Da waren wir vorher auch gerade mit Inschriftenkunde schon, und sobald wir in der Höhle drin sind, also da geht's rein, laufen wir geradeaus durch. Und hier einmal rum, und dann ist das Ding hier dran. Ne? Also nicht links, rechts laufen, sondern geradeaus. Und dann machen wir das Ding mal auf. Und auch das bringt uns einmal 3 Skillpunkte. Als nächstes sind wir dann hier oben auf den Koordinaten 36, 46. Und da haben wir die Brandwurzel. Und wenn wir über das Ding drüber fahren, dann heißt das die Wurzel des Problems. Schauen wir mal, ob wir die von unten looten können. Ja, geht. Und vorher müsst ihr halt hier den Elite-Mob weghauen. Mit einem schlecht equippten Char kann schwierig werden. Aber auch mit dem Magier habe ich es hingekriegt. Dann sind wir beim letzten Item, das wir mit dem Eich hier aufsammeln können. Und zwar haben wir hier auf den Koordinaten 53, 32 den halbvoller Trank mit traumlosem Schlaf. Und das können wir einmal anklicken und kriegen auch wieder 3 Skillpunkte. So, als nächstes sind wir dann einmal hier bei meinem Inji-Char. Und jetzt sind wir beim ersten Item. Und das finden wir wieder in einer Höhle. In derselben, wo wir jetzt vorhin auch schon mal drin waren. Also, ich zeige es euch mal auf der Map. Hier ist der Höhleneingang bei den Koordinaten 62, 72. Und wenn ihr dann in der Höhle drin seid, dann müsst ihr einmal geradeaus durchlaufen, und dann hier in einem der ersten Kammern ist dementsprechend dann das Item drin. Das können wir jetzt hier mal anklicken. Und auch das bringt uns dann 3 Skillpunkte, und diesmal halt für Ingenieur. Dann sind wir beim nächsten Item, experimenteller Traumfänger. Und der ist jetzt hier bei den Koordinaten 39, 51.
Und zwar hier oben auf diesem, ja, fliegenden Baum steht dran, fliegende Wurzeln, was das auch immer sein soll. Dieses Geäst halt. Und auch das bringt 3 Skillpunkte. Dann haben wir das letzte Ingi-Item am Start, und zwar ungeschlüpfte Batterie. Und die befindet sich hier auf einer Insel auf den Koordinaten 62, 36. Und auch die können wir einmal looten. Und da haben wir ebenfalls wieder ein paar Skillpunkte. Dann sind wir als nächstes auf meinem Juvica. Und dort haben wir jetzt das nächste Item. Verschmolzener Traumstein. Und das ist einmal hier auf den Koordinaten 58, 54. Das können wir jetzt auch einmal aufsammeln. Und ja, das ist auch wie bei den anderen, einmal 3 Skillpunkte wert. Als nächstes haben wir den unpolierter Makel. Und den haben wir jetzt hier auf den Koordinaten 43, 33. Und den machen wir auch noch auf. Und auch hier haben wir wieder 3 Skillpunkte. Dann sind wir beim letzten Item, und zwar haben wir die versteinerte Hoffnung. Und die befindet sich hier auf den Koordinaten 33, 46. Haben wir auch wieder ein paar Skillpunkte drin. Sodala, dann sind wir durch mit den ganzen Berufsskillpunkten, die wir uns jetzt hier im Smaragdgrünen besorgen können. Für die Gathering-Berufe gibt es übrigens keine, also Kräuterkunde, Bergbau und Kirschner gehen leider leer aus. Aber sonst haben wir ja mit den ganzen Craft-Berufen uns jetzt die Skillpunkte eingeheimst. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß beim Nachfarmen, und wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.